Peter Urbach war ja schon in der K1, also als ich in die K1 gekommen bin, sprang der ja da schon rum. Ja? Also erstmal daher völlig unverdächtig, ist ja klar. Wenn da schon jemand immer ist, nimmt man ja den, stellt man ja nicht in Frage. Man hat ja auch am Anfang nie an solche Sachen gedacht. Also wie Heimdienst, also 67, 66 in den Jahren. Wäre einem ja nicht in den Sinn gekommen. Im Herbst, oder Spätherbst 68 sind so griechische Genossen an den SDS herangetreten, haben gesagt, sie wollen für den Widerstand in Griechenland, weil 67 im Frühjahr hatten ja die faschistischen Obristen geputscht und waren an die Macht gekommen, war eine faschistische Junta, also mit Unterstützung der CIA und so an die Macht gekommen. Und gibt ja diesen Costa Gavras-Film und da, um Widerstand zu organisieren, wollen die Waffen sammeln für den griechischen Widerstand. Und dann hat der SDS gesagt, ja, okay, und in Berlin, ihr habt's keine, also weil, und hatte sich auch nie jemand drum gekümmert. Selbst Ende 68, nicht niemand hatte an Schusswaffen gedacht oder Bomben oder. Ihr habt es eben nicht, also okay. Und dann gab es Kontakte über Via Feltrinelli nach Italien, wo die Szenerie schon bedeutend radikaler war. Und Feltrinelli selber ja schon immer davon überzeugt war, da kommt genauso ein faschistischer Putsch in Italien durch die Situation, die im Land ist. Und also letztendlich ist ja das gesamte Problem, heißt ja Jalta, also durch die Aufteilung der Europas in Ost- und Westblock, die jetzt unverrückbar ja bleiben mussten. Ja, also kein Part, ist ja das eigentliche, das springt ja daraus, ist ja keine Seite kann ja ein Stück Territorium abgeben. Ja, also weder die Russen 68 in Prag, noch die Amerikaner in Griechenland oder später Italien oder sonst wo. Das ist nicht machbar. Also diese Linie muss ja halten werden unter allen Umständen. Das ist ja das Problem, weil die jetzt beide Seiten hatten. Und daraus erwachsen eigentlich diese Konfrontation. Und dann sind wir nach Italien, also waren dann so Jürgen Horlemann und Christian Semmler und Dutschke war ja schon ein Attentat, der war ja schon nicht mehr da im SDS. Und in der Zeit hatten wir, also die Radikalen im SDS, die Wieland-Kommune, die gab es schon, aber die hatten wir übernommen. Also Georg von Rauch, ich und noch ein paar haben in einer Wieland-Kommune, in also einer Wielandstraße in Berlin gesessen und waren eigentlich zuständig innerhalb der SDS- und Kommunestruktur für radikale, also militante Aktionen. Heißt aber, damals waren das so Scheiben einschmeißen oder ja. Also eigentlich noch ziemlich harmlose Sachen, aber wir waren dafür zuständig. Also ergo kam der SDS zu uns und hat gefragt, ob wir da mitfahren nach Italien, um Waffen zu sammeln für die Griechen. Und aus irgendeinem Grund hatten die SDS-Bonzen Urbach damit ins Boot genommen. Ja? Warum, ist mir ehrlich gesagt, war ich nicht bei, war aber so. Und der hatte versprochen, ja, in Vicenza stößt er dann zu uns und da kann er Waffen überheben. Und wenn er nicht in Vicenza ist, dann ist noch so ein Treffen in Treviso, Tarvisio, ist da oben in Bergen, also Richtung Brenner. Und
Und dann sind wir los und sind nach Trento, die Universitäten, da waren damals 68 die späteren Gründer und Capos der Roten Brigaden, also Curzio Franceschini und also die eigentliche spätere Rote Brigade, die saßen da und mit denen haben wir diskutiert und haben von denen keine Waffen gekriegt. Also die waren zu der Zeit noch, haben gesagt, ihr seid typisch preußische Kommissköppe, ihr seid einfach schwachsinnig, nichts gibt's, ja, und wir haben auch nichts und Ende. Und dann gab es irgendwie ein Treffen mit Feltrinelli und da hatten wir aber auch weniger schon zu tun, war dann bei den, und ein paar Italiener haben dann Waffen besorgt, also da sind ein paar, Mauro Rostagno, den hat später die Mafia erschossen in Sizilien. Der hat uns Waffen gegeben und so, und die wir immer gleich an die Griechen weitergeben haben. Also wir haben ja nicht für uns gesammelt hier in Deutschland oder so. Und diese Treffen in Vicenza war dann folgendermaßen mit Herrn Urbach, dass die Polizei da war und uns mit Namen angesprochen hat. Also wir sind aus dem Auto ausgestiegen. Wunderschön Stadtzentrum Vicenza. Da standen dann so ein paar Zivilpolizisten, die haben dann schon gesagt, guten Tag und Herr von Rauch, Herr Baumann und so, mir gedacht, und sind dann wieder ins Auto und haben richtig Verfolgungsjagd wie im Film über Bürgersteige und so wieder raus aus der Stadt, ja, klar. Und dann waren noch diese Treffen am Bergen, da erschien Herr Urbach auch nicht. Also Herr Urbach war nicht erschienen, aber die Polizei kannte unsere Namen. Also war offensichtlich, die können es ja von niemand anders haben. Ja? Also, und danach war in Berlin so ein Treffen zwischen den SDS-Leuten. Urbach, da kam er dann wirklich hin und uns. Und dann haben wir gesagt, hallo, erklär uns das doch mal, bitteschön. Ja? Und dann kamen so vage Ausreden, er hatte sich verfahren. Und da haben wir gesagt, hallo, brecht jeden Kontakt ab, das Polizei irgendeiner Form, ob nun Verfassungsschutz oder ist ja wurscht. Ja? Und die SDS-Bonzen konnten sich nicht richtig entscheiden, haben gesagt, na ja, er ist doch Proletarier. Und dann kam dieser Quatsch wieder, ja, also so von dem Bürgerkindchen, den Arbeitern gegenüber, so eine merkwürdig Verhalten. Und daraufhin haben wir gesagt, also jeden Kontakt abbrechen. Dreivierteljahr später kann man sagen, kam er denn, da gab es denn schon die Haschrebellen. Und da kam er an mit, ob wir nicht Haschisch haben wollen. Ja, also wo da immer diese Treffpunkte waren, Konstanzer, da Oliverplatz, so. Und da haben wir gesagt, einfach aus Dafke, ja. Und da war vorher ein Mann in Afghanistan gewesen, der war verhaftet worden. Der hatte Haschisch mitgebracht. Der hatte 1 Kilo auf die Zähne verkauft. Ist aber mit den restlichen so und so viel Kilo verhaftet worden. Und er hatte im Tank hergebracht von Mercedes Diesel. Und diese Haschisch hat nach Diesel gerochen und geschmeckt. Ja? Daher leicht auszumachen. So, und jetzt kommt Urbach mit 2 Kilo von diesem Dieselhaschisch. Da war der wieder klar, weil kann nirgendwo anders herkommen. Ist dasselbe Haschisch wie dieses 1 Kilo, was wir kannten. Weil wir den Typen kannten, ja. Und jetzt kommt er plötzlich mit den 2 Kilo. Wir hatten ja in Zeitung gelesen, der war verhaftet und so viele Kilos waren abgeräumt worden von der Polizei. So war mehr als offensichtlich, also dieser Schwachsinn, der dahinter steckt, ja. Da haben wir gesagt, ey, gib mal her, hat natürlich kein Geld gekriegt, aber ist klar, ja. Da haben wir gesagt, ja, wunderbar. Und haben das Zeug da irgendwie weiterverkauft und haben gesagt, also jetzt brecht jeglichen Kontakt ab. Also wenn wir das jetzt nochmal holen, dann verhaften sie uns, ist klar. Also mehr brauchen sie ja nicht. Beim nächsten Treffen sind die dabei. Also das war einmalig als Gag, sehr schön, aber nun lassen wir es mal dabei. Ja? Und haben auch allen immer Bescheid gesagt, also nicht Kontakt aufnehmen mit Herrn Urbach.
Und dann sind Leute, also Kunzelmann von Rauch und Abi Fichter, Lena Konrad, also Leute sind nach Frau Siebmann, die sind im Herbst 69 nach Palästina gefahren. Ne? Erst nach Italien, dann nach Palästina und sind wiedergekommen und haben nun gesagt, wir müssen den bewaffneten Kampf anfangen. Ja? Und da hatte uns Herr Urbach aber vorher noch Bomben gegeben. Also die sind dann später gefunden worden, ist auch diese Bombe aus dem jüdischen Gemeindehaus. Also die diese Leute da, die da aus Palästina wiederkamen, gelegt haben, ohne unser Wissen. Und wir hatten ein Depot von diesen Bomben. Ja, die war so ein Pateks-Puderzucker-Gemisch. 1:1 gemischt, wenn man Pateks und Puderzucker 1:1 mischt und verdämmt. Entweder brennt es wie ein Napalm oder wenn es richtig schwer verdämmt wird, heißt mit Metall, dann explodiert es, dann wird es eine Bombe. Ja? Also, und kann man jeden Laden holen. Also, und die hat uns Urbach eben. Und da hatten wir später einen Polizei, der ist neulich verstorbene Kommissar Kotsch erzählt, dass Urbach, also der war der oberste Fahnder bei der politischen Polizei gegen uns, ja, und kam mich so in den letzten 2 Jahren so ein paar Mal mit denen unterhalten. Und, ja, heutzutage ist ja okay, ja. Und der hat erzählt, dass Urbach mit diesen Bomben denn zum Verfassungsschutz gekommen ist und hat gesagt, prüft mal nach, ob die auch alle funktionieren. Ja, also er hat nicht im Auftrag des Verfassungsschutzes gearbeitet, der Verfassungsschutz wusste aber, dass er das macht. Also das heißt, er hat Befehle noch irgendwo anders hergekriegt. Ist jetzt nicht der deutsche Staat, der Verfassungsschutz ist Teil des deutschen Staatsapparates, war zwar partiell informiert, hatte aber nicht diese Direktive rausgegeben. Also weil ja immer alle denken, ja, steht irgendwo der Apparat, der Staat hinter und macht. Wir reden jetzt hier von einer Parallelstruktur, wo der Staat eigentlich nur noch Beihilfe leistet oder bestenfalls Mitwisser ist, aber nicht mehr direkt aus sich agiert. Das ist ein Problem, weil alle bei dieser Gladio-Struktur ja nicht mitkriegen, dass diese Leute vollkommen unabhängig vom Rest der Welt handeln und daher auch schwer zu verstehen sind und schwer aufzuspüren sind. Also Urbach hatte den Bogen einfach überspannt. Das muss man einfach begreifen. Und diese Bomben hatten wir eben irgendwo gelagert und haben dann dieser Palästina-Fraktion, nennen wir sie mal so, eben. Und die hatten dann diesen idiotischen Anschlag aufs jüdische Gemeindehaus mit einer von diesen Bomben gemacht. Da sind noch später weltweit andere aufgetaucht. Und die Zündung, die hatten die rangebaut. Also damit hatte Urbach nichts zu tun. Das heißt nicht, dass Urbach wusste, da passiert dieser Anschlag aufs Gemeindehaus. Das wusste er nicht. Also da war eigentlich schon aus dem Geschäft. Und dann hat Horst Mahler nach diesen ersten Anschlägen, die also dann später 2. Juni wurde, oder ja, Haschrebellen und die nannten sich Tupamaros, sind alle zusammen, wurden dann später Bewegung 2. Juni, so ein Mischmasch von Subkultur und Kommune und ein paar Studenten. Ne, also. Und Horst Mahler fand die Richtung ja okay, militant zu werden. Also, wie gesagt, da waren immer noch keine Schusswaffen bei. Ja, also. Hat denn aber kritisiert, ja, ihr seid ja alles Anarcho-Flipper, das muss alles marxistisch-leninistisch organisiert werden. Wir müssen eine Kaderpartei quasi wie eine ja, kommunistischen Vorbild muss gegründet werden und die müssen die bewaffneten Aktionen machen. Und
Bei diesen Gesprächen waren auf unserer Seite immer nur Herr Kunzelmann und Herr Mahler und die haben den Herrn Urbach wieder ins Geschehen gebracht. Also hat die RAF angefangen bei ihrer Gründung schon wieder mit dem Spitzel Urbach. Gegen alle Logik, ja, war beiden Herren eigentlich bekannt. Wir hatten es beiden gesagt. Warum Herr Kunzelmann, Herr Mahler den nun wieder mit ins Boot geholt haben, ist mir bis heute unverständlich. Ist aber passiert, ja. Und dann hat Mahler, Andreas Bader, Gudrun Enslin aus Italien hier, die wollten eigentlich nach Indien fahren. Die wollten nicht, hatten nicht die Absicht, jetzt bewaffneten Kampf zu führen, diese Pärchen. Und Mahler ist extra runtergefahren, hat die wieder hier nach Berlin geholt. Und dann wollten sie sich Waffen besorgen, eben über Urbach. Und dabei ist Bader verhaftet worden. Und dann kommt später die Bader-Befreiung. Ja? Also das ist von vornherein war klar, wusste der Verfassungsschutz vollständig Bescheid über die RAF. Über den 2. Juni nicht, weil wir nicht mit Urbach geredet haben. Also was ihn Kunzelmann erzählt hat, wissen wir nicht, aber mit dem Rest hatte er nicht mehr zu tun. So, jetzt kommt der zweite. Jetzt wird Bader verhaftet, eben durch Urbach. Dann war ihm klar, dass es über Urbach läuft. Ja? So, und jetzt wollen sie Bader befreien, die RAF, und finden sich immer mehr Leute ein und holen jetzt einen Mann, einen Günther Vogt, an Bord. Der aus der DDR kam, war ein schlichter Krimineller, der auch in der DDR gesessen hatte, der aber durch diese damals schon anlaufenden Häftlingsaustausch oder die DDR hat einfach Leute aus ihren Gefängnissen nach West-Berlin oder Westdeutschland ausreisen lassen. Darunter war eben Herr Vogt, Herr Arnulf Prim und Herr Horst Mach. Prim und Mach, also führende Nazis, ja. Und Vogts politische Ansichten, die kennt nur Vogt, ja, sagen wir mal so vorsichtig. Und um dann eben bei der Waffen zu kriegen für die Bader-Befreiung, hat die RAF Herrn Vogt eingeschaltet, von dem man ausgehen muss. Bei allen, wenn man sich die Vita ansieht und die ganzen Querverbindungen und auch, dass er eigentlich nie richtig verhaftet worden ist, sofort wieder entlassen und, dass auch er zumindest, also wenn man aus der DDR aus der Haft entlassen wird, kommt da die Staatssicherheit. Also hat er schon mal mit dem zu tun, ja, haben muss, sonst wäre der nicht nach West-Berlin gekommen. Also hat die Staatssicherheit irgendein Kunkel mit ihm geredet oder irgendwelche Forderungen gestellt, ist klar, ja. Ist von DDR-Seite bei Mach und Prim Dito, ist klar. Und hier hat er sich also sofort wieder an die Dienste gewandelt, um nicht für den Stasi arbeiten zu müssen. Also um irgendeine, das ist bekannt. Also war er irgendwie, wusste der Verfassungsschutz über ihn Bescheid. Ja, also zumindest hat er irgendeine Verbindung, hat er, was er nun direkt gemacht hat, wissen wir nicht. Jedenfalls eins ist klar, jetzt gehen die RAF hin und kriegt die Waffen von seinem Kumpel Horst Mach, der damals am Savignyplatz eine Kneipe hatte, die hieß Wolfschanze mit passenden Namen. Und von diesen Nazis sind die Waffen für die Bader-Befreiung. Also damit wird dann auch der Institutsangestellte Linke angeschossen und so weiter. Die sind also aus einer dubiosen Quelle, diese Waffen von. Und auch darüber müsste der Verfassungsschutz eigentlich in irgendeiner Form mal gehört haben, Bescheid gewusst haben. Also ist nicht, ja, wie weit jetzt da die Sachen, ist nie hinterfragt worden, nie aufgeklärt worden. Lässt sich da noch irgendwie eruieren, wer von der RAF dafür zuständig war, die Waffen dann von dem Vogt zu Ja, holen? das ist bekannt. Ja. Zwei Frauen aus der RAF, die sind damals hingegangen. Also Vogt hat denen gesagt, die kommen und also der hat richtig nur die Verbindung. Er war nicht selber bei der Waffenübergabe.
Ja, er hat die mit Macht bekannt gemacht und dann sind die da hin und haben die da abgeholt. Aus der Kneipe, richtig, aus der Wolfschanze, das ist bekannt. Ja. Und Die Verbindung zu ihm, wie kam die zustande? na, der war innerhalb der Szene. Und die haben den, die, also weil Mahler ja auch Anwalt war, hat Mahler den auch noch an Bord geholt. Das war ja auch wieder einer seiner ewigen Klienten. Also meine Horst Mahler war ja dadurch, dass er ja alle, die mal militant aufgefallen sind, als Anwalt vertreten hat, kannte er. Der konnte ja die Leute einschätzen. Er wusste ja, wie weit sind die. Ja, er ist an also sich ja wie eine Spinne im Netz. Also wenn es jetzt darum geht, Gewalt zu propagandieren oder Gewalt auszuüben, wenn ich alle Gewalttäter, die eh schon als Gewalttäter irgendwie in Erscheinung getreten sind, als Anwalt kennen, ja, das beste Rekrutierungsbüro ist so eine Anwaltskanzlei. Meine waren ja jetzt mehrere Anwälte, also klar, der wusste über alle Bescheid, der hatte ja die Akten. Er kannte ja die Vita, der kannte die Akten, er wusste, wie weit die, ja, wie weit haben sie dicht gehalten, wie weit sind sie aktiv geworden und der konnte bestens einschätzen, klar. Die Aktenlage kannte er fast genauso gut wie ein Staatsanwalt oder besser. Ist doch, muss man auch begreifen, der Mann saß da Tatsache, ja, zentral. Mit wem war er da assoziiert? War das schon die Mit Zeit, wo er sich. Ströble und Eschen. Und Monika Berberich, später RAF, war ihr Hilfin und. Also es gruppiert sich alles letztlich um Das, Horst eins Mahler. der RAF-Zentren ist eigentlich diese Anwaltskanzlei, ja, klar. Und Ströble und so wird ja dann sein Anwalt. Ja. Dann kommt Schilly und Ströble werden dann Anwälte von Mahler. Und Schilly hatte sein Büro nebenan, also über den Damm. Und kannten sich, ja. Also ist, der hat ja nur wenige linke Anwälte, die wirklich konsequent sich für ihre Mandanten eingesetzt haben damals, weil die bürgerlichen Anwälte, die waren ja gegen uns, also das hatte ja wenig Sinn, dahin zu gehen. Und diese Situation macht ihn zum zentralen Figur in diesem Spiel. Und wie weit Mahler selber, also der nun überall in allen Vereinen war, von der AfD und über die Burschenschaften, in der SPD, in der FDP, ich meine, wo war der Mann nicht, ist ja die Frage. Ist ja schon wirklich langsam, und sollte mal die Vereine aufzählen, wo er nicht drin war. In der KPDAO war noch, in der RAF, in der NPD, Wahnsinn. Also, da war noch Thyssen-Anwalt. Also kannte auch noch Verbindung zur gesamten also Industrie und so. Der Mann hatte Verbindung überall hin. Also, es gibt nichts, wo er nicht Verbindung hin hatte. Und dann haben wir ja in dem Zusammenhang, hat er ja eben wohl auch Verbindungen, also er hat wohl irgendwelche NS-Schergen auch Er hat öfter, verteilt. also er hat damals, was keiner mitgekriegt hat, weil ich damals im Gefängnis war, 70 bis Mitte 71. Und da hat er mich jeden Tag, also der war sehr konziliant, der hat mich jeden Tag besucht, hat mir auch immer was zu essen, Zigaretten mitgebracht und so. Also wirklich, mich nicht, also menschlich bin ich mit Horst immer klargekommen. So ist nicht. Hat er auch so SS-Leute, da liefen so ein paar Anklagen gegen so Sturmbahnführer wegen Erschießung und so. Da hat er gesagt, nee, das sind ja kleine Lichte, die vertrete ich natürlich. Und da hat sich damals niemand weit bei gedacht. Ich dachte aber, naja, irgendwo hat er ja recht. Ja, also die oben in den Ministerien und als Richter noch tätig sind, die werden nicht angeklagt, aber uns so ein kleiner Scherge, die klagen sie mal an. Ne? War ja diese zweierlei Maß der NS-Aufarbeitung von Justizebene. Dass die Richter, die bei Herrn Freisler zusammen da gesessen haben, immer noch Richter im Moabit waren, wie Herr Rehse und so. Den hat ja niemand angeklagt. Aber uns so einen kleinen SS-Schergen, den haben sie denn ja, in den Knast gebracht. Das ist natürlich. Also. Und der war hier, daher hat sich da niemand drum gekümmert. Also später ist ja jetzt klar geworden, er hat auch so diese Kampfgruppe für die Menschlichkeit, was eine klare Gladio-Formation ist, in frühen 60er Jahren schon verteidigt. Da war er auch Verteidiger. Das wusste niemand. Das wusste niemand.
innerhalb vom SDS und so. Weil vor der Zeit war, wo er richtig im SDS aktiv geworden ist, wusste wirklich niemand. Also dass er, die waren ja, da war die Mauer noch offen, dann sind die rüber, von, die waren aus dem Westen und haben Sabotage in der DDR verübt. Also klipp und klare, so kalte Kriegs, kalte Krieger richtig aktiv. Ja, also die haben dann irgendwo Bombenanschläge auf irgendeine Versorgungsleitung und selbst so mehrere Fälle, da hat natürlich immer die Stasi-Akten, da steht da drin. Also die haben auch richtig Sprengstoff eingesetzt und so, also jetzt nicht irgendwie einen Strommast umgesägt, sondern die haben richtig mit Sprengstoffen gearbeitet und waren hier vom gedeckt vom Verfassungsschutz und eben aus diesen Gladiostrukturen. Das ist eine klipp und klare Gladiotruppe gewesen schon. Und da gab es dann auch später noch Anschläge nach dem Mauerbau auf die Mauer, auf russische Einrichtungen in West-Berlin, also Intourist war das Reisebüro am Oliverplatz, da sind dann Bomben reingeflogen und so. Also das waren schon Leute, die aus einer, in einer Struktur saßen. Da ist auch nie einer verhaftet worden, da ist nichts passiert. Also ich habe es mal kurz Verhaftung bei den Intourist-Dings und dann sind alle im Sande verlaufen. Da ist nie groß was passiert. Also die mehr ist ja immer, die Linken haben als erste Bomben geschmissen. Stimmt nicht, waren die Rechten. Das muss man einfach mal sehen. Also gerade hier in Berlin. Wirkliche Sprengstoffanschläge kamen von der rechten Seite und nicht von der linken Seite. Das ist ja auch eine ewige Mehr, die hier besteht. Welche waren das zum Beispiel? Naja, eben auf Intourist, denn auf irgendeine, noch so eine Handelsgesellschaft, also weil ja durch den drei, vier Mächte-Staates in Berlin noch russische Einrichtungen in West-Berlin existieren mussten. Ja? Und zum Beispiel war Reisebüro der russischen Luftfahrtsgesellschaft, also Intourist, also die russische Fluglinie. Da waren Anschläge dann auf irgendeinen so einen Import-Export irgendwie, keine Ahnung. Da waren mehrere und dann auf die Mauer selbst natürlich, was ja alle okay fanden. Da hat ja niemand einen Ton gesagt. Diese Sachen sind also nie groß mit derselben Hysterie behandelt worden, wie dann später die ersten dilettantischen Anschläge der Linken, ein paar Jahre später. Da liegen Jahre zwischen, weil der alle so 61, 62 passiert ist. Und diese Leute hat auch alle Maler vertreten. Da war er der Anwalt von diesen Herrschaften. Und wusste niemand. Das ist wirklich erst später allen klar geworden. Und diese Kontakte, die er offenbar nach Südtirol auch hatte, das hatten Sie? Naja, er hat in Südtirol auch irgendwie zwischen... Er hat ja damals mir erzählt, wie er eben Maler und Bader und Enslin da aus Italien geholt hat und hatte denn, er kennt da Leute in Südtirol und so eben von früher und da hatte er dann so Rast gemacht, also von diesen Südtiroler Bumsern muss er wohl auch welche gekannt haben und von denen, die eben von der italienischen Polizei gesucht worden sind, von diesen Südtiroler Bumsern, die auch so eine leichte Gladio-Einschlag hatten, die wurden alle nach West-Berlin gebracht. Die konnten sich alle hier wunderbar verstecken. Da waren mehrere auch von den späteren Tunnelbauern, die diese, da sind welche eigentlich von den Südtirolern bei. Den wenigsten klar ist, die also die Tunnel, die Fluchttunnel unter der Mauer gegraben haben, die, da sind welche bei von denen. Das ist hier nie so richtig bekannt geworden. Das sind eigentlich auch Geheimdienstleute. Und die Amerikaner wussten natürlich davon, dass die diese Tunnel bauen und so. Also das ist eine Sache, die nie ausgeleuchtet worden ist, wo diese ganzen Querverbindungen niemand groß interessiert hat und nie groß darüber gesprochen worden ist. Das heißt, die Sicherheitsbehörden dieses Landes wussten über drei Spitzel bei der Gründung der RAF über das gesamte Personal und alles Bescheid. So, dann stellt sich doch mal die Frage, wieso kann die RAF noch Jahre weitermachen, wenn doch von Anfang an alles klar war und alle bekannt waren. Die Frage muss doch mal irgendwann jemand stellen. Also,
Wenn ich von vornherein weiß, als sie anfangen sich zu gründen, wer ist alle dran beteiligt, wo sitzen die und. Wenn ich das alles weiß, ja, wieso passiert es denn? Wieso können die immer weitermachen? Ja, da geht doch, irgendwas stimmt doch hier nicht mehr, jetzt, wenn man nachhinein sich das so ansieht. Und dann ist eine Geschichte im Frühjahr 72, also irgendwann im Laufe des Jahres 72. Frühjahr, ja klar, bei Sommer, ja. Gibt es ein Treffen der RAF, wo alle hinkommen, in Frankfurt in einer Wohnung. Frankfurter Westend in einer Wohnung. Das ist das einzige Mal, dass die gesamte RAF, alle, zusammenkommen. Also alle aktiven Leute, jetzt die ganzen Helferlein nicht, aber alle aktiven Leute in der RAF, also zwischen 20, 30 Leuten, kommen in diese Wohnung. Ja? Diese Sachen wurden zum Teil per, wahnsinnig, wie die waren, per Telefon arrangiert und. Egal, sie kommen alle zusammen. Dann geht Frau Astrid Proll und noch jemand runter, um ein Auto umzustellen oder irgendeine Zigaretten zu holen oder irgendeine Geschichte. Und unten wartet der Verfassungsschutzmann Grünhagen mit zwei Polizisten und kommt zu einer Schießerei. Also die Leute in der Wohnung werden jetzt gewarnt. Wenn er vor Ort ist, heißt es, die Behörden wussten Bescheid, dass die alle da oben sitzen. Wir wussten, dass diese Treffen stattfindet und dass alle da oben sind. Ja, warum? Es wird nicht der ganze Häuserblock umstellt und die RAF ist Geschichte. Also im Frühjahr 72 hätte man die gesamte RAF auf einen Schlag verhaften können. Wissen der Behörden ist da, sonst hätten sie nicht vor der Tür gestanden. Bitteschön, also die Ausrede geht nicht. Und nichts passiert. Sondern es wird eine Aktion gestartet, die die alle noch warnt, damit die auch ja wieder wegkommen. Ich meine, dafür muss doch mal irgendwann eine Erklärung geben, oder? Also das muss doch irgendwann mal erklärt werden, wie das ist derselbe ominöse Herr Grünhagen, der dann bei der Erschießung von Herrn Schmücker die vertragene Rolle spielt, wo auch Waffen, die Tatwaffe vom Verfassungsschutz dann weggebuddelt wird und dergleichen. Diese außerparlamentarische Opposition, die ganze Subkultur, die alle war dabei, gesellschaftlich eine verändernde, relevante Kraft zu werden, die die beherrschenden Strukturen auf geweicht hätte oder geschwächt hätte, auf alle Fälle. Ja? War ja, also im kulturellen Bereich ist ja viel passiert, man sieht ja, da war noch weitaus mehr drin. Wenn aber jetzt diese Sache kriminalisiert wird, dann werden sich Leute nicht damit solidarisieren und werden da nicht mitmachen. Die werden einfach nur sagen, das sind irre, die einfach wahllos Bomben schmeißen und. Wenn ich es schaffe, die Bewegung selber ist hier spalten in die Militanten und die weniger Militanten. Oder. Also die Sache selber hat ja Sinn, wenn man eine gewisse Sache ankurbelt. Also Herr Urbach ist ja rumgelaufen, hat wildfremden Leuten Bomben und Waffen angeboten und. Also hat man später alles erfahren, was man später mit Leuten geredet hat und erst erfahren hat, was alle die laufen ist. Und Urbach selber hat ein Telefonat mit Rainer Langhans vor ein paar Jahren. Ja, selber gesagt, wenn du wüsstest, was noch alles passiert ist, ich bin ja der harmlose Teil, wenn du wüsstest, was noch alles passiert ist, so naja, denn ist doch klar, ja, hier ist eine Tendenz, hier ist eine Struktur am Werke, die eben mittels krimineller Machenschaften und krimineller Taten eben kriminalisiert eine ganze Bewegung und eine gesamte gesellschaftliche Ausrichtung ins Gegenteil verkehrt. Langsam aber sicher. Weil, also in Italien sind ja so und so viele Sachen rausgekommen. Also diese sogenannte Strategie der
Tensionen der Spannung. Ja? Strategie der Spannung ist ja eben so und so viel Sachen passieren lassen und also auch Gewaltakte, dass alle sagen, also denn einen starken Staat und der Irrsinn muss beendet werden. Und dadurch ist ein Sicherheitsapparat hochgezogen worden. Da sind Milliarden in Nachrüstung von Polizei und geflossen. Da sind ganze Branchen entstanden. Ist ja auch eine wirtschaftlich äußerst lukrative Sache, die passiert ist. Das haben ja alle nicht begriffen. Also durch die Waffenlieferung, das sehen Sie sich da an, bei der RAF hat mit 9mm Pistolen geschossen, so. Die Polizei hatte damals Walter PPK 765. Alle Polizisten in Deutschland haben 9mm Pistolen gekriegt. Also jetzt nur eine Sache, sind schon hunderte von Millionen plötzlich gewesen. Nur diese eine Sache. Ja, die ganzen Überwachungstechniken, da sind ganze Branchen entstanden. Da sind damals schon in frühen 70er Jahren auf der ersten Generation RAF sind damals an die 2 Milliarden oder so D-Mark, war damals eine Menge Geld war, ist ungefähr heute die Zehnfache, innerhalb von anderthalb bis zwei Jahren ausgegeben worden, nur um die Polizei, ist nur in die Polizei gesteckt worden. Und da haben ja alle verdient, da ist ja eine Riesensache passiert. Und ideologisch, man muss sich ja nur die Bildzeitung von damals mal durchblättern, Wahnsinn, ja. Also, dass Leute wie Heinrich Böll und so denunziert wurden und jeder war jetzt Terrorsympathisant und ja, also dass ja auch ein Klima der Angst geschaffen wurde, in dem ein freier Geist sich nicht mehr äußern kann. Also das heißt, hier wird wirklich bewusst die Politik der Angst umgesetzt. Und die Sache steckt dahinter. Ja, also eine Ökonomie, die immer mehr auf Sicherheit und Krieg ausgerüstet wird, um sie überhaupt am Laufen zu halten und nicht überlegt wird, was kann man jetzt anders machen, auch im Produktionsbereich. Und ansonsten gesellschaftliche Klima, wo eine freie Diskussion nicht möglich wird, weil denn im Terrorparagrafen 219a, b, c, was wir inzwischen schon alle da haben, greifen, ja. Jemand muss sich ja schon überlegen, was sage ich jetzt, wenn ich schon so weit bin, dass ich überlegen muss, was sage ich jetzt, ohne anzuecken. Ja, da ist doch eine freie Diskussion ja nicht mehr möglich. Da kann man auch nicht mehr von einer offenen, freien Gesellschaft reden, wenn ich so und so viele Paragraphen habe, die diese Rede beschneidet. Muss man alle mal sehen. Das ist alles in der Zeit, in sehr, sehr kurzer Zeit hier entstanden. Ganz schnell ging es plötzlich. Und man ist Akteur und denkt, man hat selber gehandelt. Ja? War alles unsere Idee, war alles. Und irgendwann sitzt man da. Ich habe jetzt mit mehreren Leuten aus der RAF auf 2. Juni gesprochen. Bin ja nicht der Einzige, der so denkt. Irgendwann merkst du, oh, oh, irgendwas ist hier ganz scheiße gelaufen. Irgendwo haben wir zwar gesagt, ja, das und das machen wir. Klar, das hat doch keiner mitgekriegt, weil wir ja, klar, da saßen nur die vier im Zimmer und die sind dann aufgestanden, haben sie gemacht. So, bums, da ist niemand gewesen, der uns gesagt hat, macht mal das, das ist schon richtig. Aber in einer übergroßen Strategie sind wir nur Marionetten gewesen, ganz sicher. Das hat ganz anderen Leuten geholfen und genutzt. Also, ja, da kann man von dogmatisch-marxistischen Punkt kommt man auf dieselbe Sache. Merkwürdigerweise kommt man, wenn man es von der Seite analysiert, kommt man auch hin. Genauso, wenn man es von einer reinen Entwicklung Seite sieht, die hier passiert ist oder halt nochmal die Geschichte noch zurückgeht und nochmal rekapituliert, kriegt man es genauso mit. Irgendwas ist hier schiefgelaufen. Wir haben vielleicht waren wir irgendwo unwissentlich Diener zweier Herren. Dummerweise. Weil man nicht hundertprozentig beweisen kann. Dazu müssten ja Prozesse stattfinden, müssten Leute befragt werden. Manche sind schon tot und. Aber durch die Sachen, die in Italien rausgekommen sind, ja, kann man es ja abgleichen mit den Deutschen. Also ich kann Italienisch, ich habe in Italien noch gelebt.
Ich habe diese ganzen Moro-Entführungen alle live miterlebt, war zu der Zeit in Rom und habe die parlamentarischen Untersuchungsberichte in Italien gelesen. Also daher kann mir niemand erzählen, ich irre mich oder paranoid, Verschwörungstheorie, also die üblichen Sachen, die jetzt wieder kommen, haut nicht hin, dem ist so.